Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes, denn es geht um dieses Gerät. Ja, und zwar möchte ich heute einfach mal austesten, wie viele Abfahrten wir machen können mit dem EP8 im Boost-Modus. Das Teil deshalb 85 Newtonmeter, 625er Akku ist verbaut. Um Energie zu sparen, habe ich den Motor ausgemacht, als ich hierher gefahren bin. Den ersten Uphill habe ich schon gemacht. Natürlich habe ich da auch schon mal den Boost eingeschaltet und werde jetzt erstmal schauen, wie viel Restreichweite wir noch haben, um dann zu gucken, wie viele Abfahrten wir schaffen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Experiment, weil ich weiß es auch überhaupt noch nicht, was damit so alles geht. Ich wollte es eigentlich heute in Stromberg machen, habe dann aber ein bisschen die Zeit verpeilt und deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir es auf dem Hometrail. Von daher würde ich sagen, legen wir los mit dem Video und lasst mir gerne Like, Abo und Kommentar da. Und let's go. Viel Spaß im Video. Also Restreichweite hat der Kollege jetzt noch 110 Kilometer im Echo. Im Trail-Modus mit 49 Newtonmeter haben wir 54 Kilometer und im Boost 36. Mal schauen, was da noch geht. Ich denke, der wird sich im Laufe der Zeit noch ein bisschen umswitchen. Ich werde, wenn ich bergab fahre, im Trail fahren, damit ich keine bösen Überraschungen habe, wenn das Ding 85 Newtonmeter lostritt. Deswegen zu Sicherheitszwecken alles im Trail bergab. Und ja, würde ich sagen, legen wir auch schon los mit der ersten Abfahrt. Nochmal kurz zur Erklärung. Von mir zu Hause zu den Horntrails sind es 9 Kilometer. Hier hatte ich den Motor komplett ausgeschaltet. Bei dem ersten Uphill zum Trail bin ich im Boost hochgefahren. Ich werde in diesem Video zu jedem Uphill, welcher direkt zum Trail führt, im Boost hochschatteln. Bei Zubringern und Straßen, die ich überwinden muss, um zum nächsten Trail zu gelangen, werde ich die Unterstützung so wenig wie nur nötig zuschalten, um Energie zu sparen. Gut, muss ich erstmal rantasten an die Bodenverhältnisse, aber erster Run. Check, Abfahrt Nummer 2. Abfahrt Nummer 3. Das ist auch mega interessant, das ist der Puls während der Abfahrt. 150 oder sowas. Auch ziemlich cool. Jetzt gucke ich mal, wie hoch der Puls ist, wenn ich Uphill fahre im Boost. Ja, das Interessante ist, das geht nämlich gar nicht runter. Ich habe immer noch 155, trotz Boost im Uphill. Also würde ich sagen, ist das Ganze doch schon anstrengend. Abfahrt Nummer 4, Puls ist bei 147. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Motor oder der Akku mehr Ausdauer hat, wie ich heute. Übrigens haben wir jetzt die 1000er Marke geknackt. Wie gesagt, zum Ende des Videos gibt es noch ein Fazit zum Bike. Schwächen, Stärken, wie es sich fährt, etc. pp. Dranbleiben. Abfahrt Nummer 5. So, kurzes Zwischenfazit. Ich habe jetzt mal die Location gewechselt. Ich fahre auf den Eschberg hoch. Ein Balken ist schon weg. Restreichweite haben wir jetzt 27 Kilometer.
Ich denke, das passt. Mal schauen, wenn ich oben angekommen bin, was da noch geht. Aber auf dem Homburg war es jetzt Abfahrt Nummer 6, als ich abgebrochen habe, weil dann wurde es mir auch ein bisschen zu eintönig. Abfahrt Nummer 8. Hier switchen wir mal direkt zu Abfahrt Nummer 8 rüber. Da ich bei Run 7 einen netten Dude den Trail gezeigt habe und auf Rücksicht hier langsam gefahren bin, um ihn auf die schwierigen Passagen auf diesem Trail aufmerksam zu machen. Jetzt mal hier den Angry Jens fahren nochmal. Ich war ein bisschen langsamer. Ich habe noch jemanden getroffen, den ich auf dem Schlepptau habe. Der kennt die Strecke noch nicht. Bisschen dran. Und einfach hier offen lassen. Einfach Bremse auf und rüber. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Und hier offen lassen. Ja, zu spät. So ist nicht mehr gefahren. Ist halt mega Enduro-lastig. Nochmal zum Zwischenfazit nach der 8. Abfahrt. Ich bin einmal komplett den Angry Jens runtergefahren, hier auf dem Eschberg. Das heißt, mit dem Uphill hier habe ich immer noch im Boost 30 Kilometer. Akku ist ja ein bisschen mehr noch als die Hälfte. Schauen wir mal, was noch so geht. Langsam habe ich auch übelst Durst. Es hat auch 30 Grad noch heute, Anfang September. Boah, ich glaube, der Akku kann tatsächlich heute ein bisschen mehr wie ich. Aber ich versuche durchzuhalten und mein Bestes zu geben. Und wir sehen uns auf der nächsten Abfahrt Nummer 9. Geil. Hardcore. So, noch kurzes Zwischenfazit. Der Akku ist ungefähr jetzt halb leer. Distanz 37,43 Kilometer bin ich gefahren. Reine Bewegungszeit 2 Stunden 31. Ja, also das muss ich schon sagen, geht gut ab im Boost-Modus und ich komme doch weiter, als ich bis jetzt gedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das Ding leer bekomme, aber ich werde jetzt mein Bestes geben. Habe noch einen kurzen Location-Wechsel gemacht. Wie ihr seht, ich stehe mitten im Jurassic Park. Nee, Quatsch, also am Jungle Trail bin ich momentan in Saarbrücken und werde das jetzt mal vielleicht zweimal abfahren und dann eventuell nochmal zum Homburg fahren, um da ein paar Außenaufnahmen zu machen. Also ich muss schon sagen, es zehrt doch an den Kräften langsam, weil es auch ziemlich heiß. Heute 30 Grad. Ja, ich werde sehen, was noch so alles geht und halte euch auf den Laufenden. Oh. Okay, ziemlich ausgebombt und weich das alles. Ja, als geregnet hat gestern Nacht. Boah, da rutscht mir alles weg. Okay. Ich glaube, ich kann nicht nochmal fahren. Ist der Boden zu weich? Boah. Okay, das
fühlt sich alles nicht so gut an. Boah. So Freunde, das war jetzt die letzte Abfahrt. Insgesamt habe ich 12 geschafft und den Akku auf 10 Kilometer Restreichweite runtergefahren. Das ist genau der Weg, den ich bis nach Hause brauche. Somit kommen wir zu einem überaus überraschenden Fazit. Ich bin 60 Kilometer gefahren, davon ziehen wir mal 20 Kilometer vom Heimweg hin und zurück ab. 10 Kilometer ziehen wir von den Zubringern ab und es bleiben genau 30 Kilometer übrig. Das bedeutet, in der Summe konnte ich 30 Kilometer im Boost fahren und konnte 1000 Höhenmeter insgesamt überwinden. Das Tolle ist, als ich meine Smartwatch angezogen habe, bis zurück vor die Haustür, sind es ganze 2300 Kilokalorien gewesen, die ich verbrennen konnte in circa 4 Stunden. Über das Fazit meines E-Bikes habe ich überlegt, mache ich ein eigenes Video die darauf folgende Woche, da wir jetzt schon über 10 Minuten gezogen haben. Daher bitte Abo, Like und Kommentar nicht vergessen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.